Hi und herzlich willkommen zu einem erbitterten Kampf zweier Brüder um die Fernbedienung. Filmrechte können bei mir erworben werden. Outsider ist mit 5% an den Einnahmen beteiligt. Nylon gegen Outsider im PvP auf Shakuras Plateau. Das dritte Spiel. Das erste Spiel hat Nylon, mit nach Hause genommen, indem er sehr schön von Dark Templern Einsatz gemacht hat und leider Outsider keine Möglichkeit hatte, diese zu spotten. Outsider dann im zweiten Spiel hat seine Kolosse rausgebracht, hat sie schön eingesetzt und hat dann Nylon am Ende einfach mit seiner überlegenen Einheitenkomposition zusammengestaucht. Die Frage ist, wie wird dieses Spiel ausgehen? Die Sonnen treffen sich jetzt hier in der Mitte, das heißt, einer der beiden Spieler, beziehungsweise Nylon interessiert es nicht, der scoutet richtig. Wenn Outsider da jetzt drauf reagiert hätte, hätte er, denke ich, sofort hier den Scout nach oben geschickt. Ja, da hat auch Nylon jetzt drauf geachtet, denn... Ja, er hat sich umentschieden. Denn das war ersichtlich, woher diese Sonne kam. Und so schnell, wie diese Sonne kam, konnte sie auch noch nicht vorher losgeschickt worden sein. Okay, Outsider, wieder mit... Nein, das ist ein Gas von Nylon, sehr schön, Gas geklaut. Von Nylon, Outsider bringt jetzt hier wieder ziemlich fix seine Armeestrukturen hier aufs Spielfeld, überspringt die zweite Probe. Und Nylon ist hier am Anfang ökonomietechnisch besser aufgestellt. Schön! Outsider hatte jetzt seinen Patrouillenwegpunkt, aber ich glaube, wenn er da ist, dreht die Sonde um und kriegt einen Zap ab. Deswegen, das könnte problematisch werden. Nein, sehr schön. Er hat hier eine Kreis... Oh, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das muss ich mal ausprobieren. Hat hier eine Kreisposition. Ich mache nämlich immer mit Shift, mache ich dann lustig Kreise, anstatt da... einen Patrouillenpunkt zu legen. Und das ärgert Nylon, denke ich, jetzt doch. Denn wenn er hier einfach eine Probe dranhängt, dann wird die nie im Leben einholen. Nylon mit dem zweiten Gas auch für ihn. Und hat jetzt hier seinen zweiten Warp-Knoten, überspringt also erstmal den Kybernetikern, pumpt hier jetzt den ersten Berserker raus. Ich kann mir nicht erklären, warum man für Berserker hier Assimilatoren braucht. Denn es ist immer noch kein Kybernetikern auf dem Weg. Im Gegensatz hier zu Outsider, der seinen zweiten Warp-Knoten auf dem Weg hat, Warpgate-Tech schon angefangen hat und jetzt hier das Gas von Nylon auseinander nimmt. Allerdings ist Nylon, glaube ich, schon bereit, das Gas nochmal zu nehmen, so wie es aussieht. Ah, wird doch jetzt hier von Outsider weggejagt. Und das könnte fies werden, jetzt kommt der Kybernetik-Kern, das könnte fies werden, wenn hier Nylon sich entscheiden sollte, Druck zu machen. Aber er sitzt hier schon wieder auf viel zu viel Energie im Nexus. Und auch Outsider, Entschuldigung, benutzt im Moment seinen Zeitsprung, die Energie nicht, weder hier auf dem Kybernetik-Kern noch hier, um die Einheiten rauszubringen. Also das ist höchst fraglich, sag ich mal. Ah, da, jetzt endlich kommt nochmal der Zeitsprung. Aber ganz im Gegensatz hier zu Nylon, der weder hier seine Berserker rauspumpt, noch an dem Kybernetik-Kern überhaupt Warp-Tech angefangen hat zu erforschen. Und hier sieht man jetzt leider gar nicht mehr, wie viele Arbeiter daran arbeiten, aber das sieht mir sehr danach aus, als wären die beiden mit 3 ausgelastet. Und jetzt kommen die Stalker, also er überspringt hier anscheinend Warp-Gate-Tech und benutzt es nur, um hier jetzt die Stalker rauszukriegen. Und vielleicht sehen wir dann hier was Abgefahrenes wie Stargate oder keine... Ja, Stargate wird es wahrscheinlich sein hier auf dieser relativ kurzen Entfernung. Denn wofür braucht man sonst so viel Gas? Outsider kümmert sich jetzt schon drum hier, die zerstörbaren Felsen jetzt anzugreifen. Aber Nylon, schlau wie er ist, legt hier einen Pylon hin, um hier direkt einen Angriff zu sehen. Und das hat mir doch schon so den einen oder anderen Sieg auf dieser Karte verbaut, wenn mein Gegner plötzlich in meiner Basis stand und ich vergessen habe, hinten meine Rocks zu scouten. Outsider jetzt auf dem Foregate, hat jetzt sein Foregate fertig, ist wieder hier direkt mit der Robo Bay am Anschluss, hat dieses Gas genommen, allerdings noch kein Arbeiter drin. Also wir werden hier wahrscheinlich nicht allzu hart ins Tech gehen.
morpht jetzt hier weiter ran und ihm fehlt's wieder an Mineralien, denn er liegt hier insgesamt 6 Sammler hinten und das macht sich ja doch schon bemerkbar. Naja, und jetzt endlich benutzt er hier seinen Zeitsprung einmal auf dem Nexus, aber weder hier, noch hier, noch hier benutzt er den Zeitsprung und er ist auch noch hier Supply blocked und es ist noch kein Pylon auf dem Weg für ihn. Also, immer noch nicht da. Jetzt kommt der Pylon. Das war natürlich eine Zeitspanne. Da hätte er früher reagieren müssen. Und ich würde jetzt auch direkt noch einen einsetzen. Denn, wenn man sich hier anguckt, hier ist einer drin. Der kommt raus noch ganz problemlos. Aber wenn der Berserker hier rauskommt, nochmal 2 Supply. Und bei so vielen Warp-Toren kann man gar nicht so schnell gucken, wie das Supply schon wieder weg ist. Benutzt jetzt hier... Die Robo Bay hat jetzt auch die Warpgate-Technologie fertig. Interessanterweise hat er sich hier dann doch noch umentschieden und hat die Warpgate-Technologie doch schon sehr, sehr spät angefangen. Warpt jetzt hier nochmal 3 Berserker rein, die Steine jetzt hier zerstört. Und ich vermute einfach mal, dass er jetzt hier Druck machen wird an den Steinen von Nion. Und Nion bewegt sich gerade hier raus. Das könnte also zu einem kleinen Base-Warp-Szenario werden. Und ich denke, da hat Nion die besseren Karten, so wie es aussieht. Denn er hat wieder die Komposition wenig Stalker, viele Berserker und ein paar Centuries. Hat jetzt hier auch einen Pylon auf der Mitte, um weitere Einheiten warpt hier interessanterweise sehr viele Stalker rein. Und Outsider hat wieder die Komposition sehr viele Stalker, wenig Berserker, wenig Protektoren und einen Immortal dabei. Und der Immortal ist natürlich gegen Berserker eher nicht so gut. So, Outsider sieht jetzt, ups, wo ist die Armee hin? Sie steht schon hier bei meiner Sonde. Und da wird er sich jetzt, glaube ich, ärgern, dass er hier den Observer rausgeschafft hat. Kein Force Field. Oh, kann hier die Armee ein bisschen spalten, aber nicht so gut, wie es hätte sein können. Weitere Stalker für Outsider auf dem Spielfeld. Und dieser Immortal wird hier die Einheiten auseinanderpflücken. Viele der Berserker ausgesperrt. Und jetzt muss er sich ja auf den Immortal konzentrieren mit seinem Berserker. Denn sonst war es das für Outsider, für Nion mit dem Angriff. Konzentriert sich nicht auf den Immortal. Jetzt endlich. Aber ich denke, dieser Immortal wird sogar noch auf dem Feld bleiben. Nein, er wird auf die Knie gehen. Aber das war viel zu lange, dass der Immortal hier wirklich auf dem Spielfeld war. Kann hier von unten nochmal nachschicken, von dem Pylon. Kann hier diesen Pylon zerstören, aber man sieht hier Outsider definitiv mit der größeren Armee und drängt hier Nion zurück, aber der wird hier spielen, bis er alles verloren hat, so wie es aussieht. Warpt hier nochmal rein, 4 Stalker. Wie sieht's mit den verlorenen Einheiten aus? 1000 Mineralien mehr hat Nion hier verloren, einfach dadurch, dass er hier drin geblieben ist und dass dieses Force Field wirklich sehr, sehr schön saß, oder besser gesagt, diese zwei. Er hat einen sehr, sehr großen Teil der nahkämpfenden Einheiten hat er ausgesperrt. Und jetzt sieht es so aus, als würde Outsider hier hinten pushen wollen. Setzt hier sogar noch einen Proxy-Pylon. Und Nion kommt jetzt mit dem Beobachter, wird also diese Armee hier direkt sehen. Und wird sich hoffentlich dann hier jetzt mit den Einheiten nach hinten bewegen, die er gar nicht hat, sehe ich gerade. Hat er die Mineralien? Er hat auch nicht die Mineralien dafür. Was hat er? Oh, er hat hier unten reingeworbt. Bewegt er sich jetzt zurück? Das könnte knapp werden. Er bewegt sich zurück. Vielleicht hätte ich eher versucht, hier vorne Druck zu machen, obwohl er hier in den Immortal gerannt wäre. Einfach, oh ja, hier hat er nochmal, ja, den Pylon muss er abbrechen. Nein, er lässt den Pylon rauskommen. Das heißt, den Pylon wird er hier verlieren, er hat nämlich gar keine andere Wahl. Er hat den Observer hier vorne stehen. Er hat keinen Highground. Ah, das ist verwunderlich. Ich würde meinen Observer definitiv hier rüberziehen, um hier dafür zu sorgen, dass man den Highground hat. Der erste Immortal ist auf dem Feld und die Steine sind zerstört. Das könnte fies werden für Outsider. Ich denke, das könnte wirklich fies werden. Er hat hier immer noch keinen Highground, kriegt hier richtig Probleme. Jetzt der Berserker und jetzt zieht sich Outsider zurück. Also hier hätte er den Observer nach vorne ziehen müssen. Dann hätte er hier, denke ich, mehr Schaden anrichten können. Und mit ein bisschen Mühe kann er hier seinen Gegner jetzt in die Zange nehmen. Holt sich jetzt hier das Level 1 Upgrade. Weiterer Unsterblicher für Outsider. Und ich denke, je Immortal-lastiger diese Armee wird, desto problematischer wird es hier für Nion. Denn Nion ist jetzt auch hier auf ziemlich vielen Stalkern, bewegt sich jetzt hier rein, kein Warp-In bis jetzt, hat auch nicht die Mineralien. Er kann jetzt hier gerade 2 Stalker reinwarpen. Und wie sieht es hier mit Supply aus? Wenn er den Pylon auseinander nimmt, dann ist hier der Gegner auch noch Supply Block. Nein, da kommt noch ein Pylon. Also kein Problem, zieht sich hier zurück. Outsider wäre nicht Supply Blocked worden. Jetzt kommt das Robo-Doc. Kann hier den... Schön, kann den Pylon hier auseinandernehmen und
entscheidet sich hier wirklich für den Angriff, aber zwei Immortals gegen ein Immortal. Und ich denke, der Immortal-Count wird hier der entscheidende Faktor sein. Kann hier noch zwei Stalker reinwarpen und verliert hier noch den Protektor, wenn er nicht aufpasst. Nein, der wird hier gerettet. Wie sieht's mit weiteren Morphs hier aus, Warps hier aus? Nochmal vier Stalker und kann jetzt hier den Observer ausschalten. Warum hat er den gesehen? Das ist die große Frage. Ah, hier, die Photonenkanone war's. Weil der Observer von Nion ist, glaube ich, auch zerstört worden. Nein, er ist noch auf dem Feld. Ach, hier ist er. Entschuldigung. Der Observer von Nion ist auf dem Feld. Und das ist genau das, was ich meinte. Er wird hier High Ground haben. Nee, das ist das Falsche. Die hier brauche ich. Er wird hier High Ground Vision haben, die High Ground Sicht, wenn er hier angreift. Also wird hier auf die Klippen schauen können. Und das ist, verliert hier als der zweite Beobachter für Outsider, beziehungsweise der Ersatzbeobachter, muss man ja sagen, für Outsider aufs Feld kommt, verliert er hier seinen Observer. Weiß aber, dass er hier nicht mehr gescoutet ist von einem Beobachter, denn er hat jetzt hier schön die Photonenkanonen gestellt. Also wenn hier Outsider nochmal einen Observer reinschicken wollen würde, kann er es nicht hier hinten machen, denn da wird er sofort abgeschossen. Noch ein Pylon hier jetzt für Nion und dieses Mal auch nicht allzu spät, kann hier jetzt nochmal zusätzlich reinwarpen. Hat hier jetzt einen guten Block auch an Photonenkanonen und ich vermute, dass das im Moment Nion bevorzugt, die Komposition. Nion mit gleicher Anzahl an Unsterblichen, mehr Stalkern, allerdings fehlen ihm hier die Berserker. Entschuldigung. Hat 5 Berserker noch zusätzlich und liegt auch insgesamt mit den Einheiten vorne. Jetzt noch 3 Stalker mehr auf dem Feld. 13 zu 18, 2 Immortals. Und das sieht so aus, selbst wenn dieser Koloss hier rauskommt. So leichte Unit-lastig ist hier, oder sind das hier auch leichte? Das sind auch leichte Einheiten. So leichte Einheiten-lastig ist dieses Spiel hier nicht. Und jetzt kommt hier der Angriff auf den Nexus und noch keine Reaktion von Outsider. Der Nexus wird hier, denke ich, in die Knie gehen. Noch keine Reaktion von Outsider. Hier jetzt das Force Field. Kann es also knicken, diesen Nexus hier noch zu retten. Und wird hier, denke ich, auch alle Probes verlieren. Noch ein Ersatz-Force Field jetzt. Wird hier alle Probes verlieren. Sehr, sehr schön gespielt jetzt von Nion. Wie sieht's aus mit den verlorenen Einheiten? Jetzt Nion im Hintertreffen. Wie sieht's aus mit dem Income? Nion liegt hier jetzt mit 8 Sammlern vorne und hat auch das höhere Income. Denn diese Expansion wurde jetzt hier zerstört. Allerdings wird es hier langsam knapp für Nion in der Main. Wenn er jetzt diesen Angriff hier nicht durchziehen kann, dann wird es problematisch. Da muss er schnell expandieren. Hat im Moment nicht die Mineralien, denn er kümmert sich hier um den Angriff. Und ich schätze, Outsider spielt hier jetzt ein bisschen. Nein, es kommt kein weiterer Koloss. Ich dachte, er spielt ein bisschen auf Zeit, um hier noch einen Koloss rauszubringen. Kann hier jetzt wieder das Force Field setzen. Und ich denke, das ist problematisch, denn er kann hier wirklich jetzt, ja schön, konzentriert jetzt hier sein Feuer auf den Immortal. Der erste Immortal für Outsider ist platt und der erste Immortal für Nylon ebenso.